Als ich dann sozusagen am Höhepunkt des Erfolges war, der Name war bekannt, 12 Bücher wurden geschrieben, die Seminare liefen, dann kam plötzlich der Zusammenbruch. Persönlicher Zusammenbruch, große Krise, Herzinfarkt, inklusive schwerster Burnout mit Depressionen, Panikattacken. Und dann hat mir überhaupt nichts mehr geholfen. Weder Homöopathie, noch Heiler, noch die eigenen Methoden, noch andere Methoden. Es war wirklich die finsterste Nacht der Seele. Und es ging über Monate. Und diese totale Verzweiflung, und ich konnte ja eigentlich niemandem erzählen, was mit mir los war, weil wegen der Glaubwürdigkeit. Und ich habe auch 15 Kilo verloren, habe alle Seminare abgesagt und ganz, ganz langsam, als ich dann wirklich keine Methode mehr praktiziert habe, es war eigentlich Hingabe, es war wie Sterben. Und dann habe ich 50% meine Arbeit reduziert und habe dann begonnen, wirklich nur mehr mit dem inneren Weg, also mich um mich zu kümmern. Denn durch die vielen Seminare, durch die viele Arbeit, habe ich mich natürlich unterwegs wieder vergessen. Und allmählich kam auch das Bedürfnis, ich hatte so viel geschenkt bekommen, jetzt möchte ich was verschenken, und zwar Zeit. Und habe dann mit ehrenamtlichen Funktionen begonnen. Und zwar erstmal Ausbildung in Kinderhospizarbeit als Familienbetreuung. Von Familienbetreuung, Kinderhospiz, also alles ehrenamtlich, bin ich dann, habe ich die Hospizausbildung hier in München gemacht, im Christophorus-Hospiz, arbeite dort jetzt ehrenamtlich. Dann bin ich bei den Obdachlosen in der Teestube, das habe ich erst einmal in der Woche gemacht, das war mir dann auch zu viel, ich muss ja wirklich immer aufpassen, dass auch da bei mir nicht dieser Hang zum Übertreiben weitergelebt wird. Das mache ich jetzt ein bis zweimal pro Monat, da mache ich alles, essen, kochen dürfen sie, dann einfach alles einschreiben, duschen, Kaffee kriegen sie, also alle Funktionen. Und da ist eine ganz andere, das ist wie eine Therapie. Ich muss nicht mehr erfolgreich sein, ich muss nicht mehr den inneren Druck leben, dass ich jetzt was bringen muss, weil die Leute mich ja bezahlen. Ich schenke was und bin druckfrei. Und da kommt eine, ich erwarte keine Dankbarkeit, aber da kommt eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit zurück. Am Heiligen Abend, dem verbringe ich auch jetzt die letzten Jahre nicht mehr mit der Familie, sondern da bin ich im Hofbräuhaus, wo 1000 Obdachlose von der Stadt München verköstigt werden. Das ist natürlich schon sehr anstrengend, aber es ist auch schön. Und solange ich das kräftemäßig noch kann, serviere ich da Essen und das Bier. Und da kommt auch die Dankbarkeit. Die freuen sich natürlich riesig, die freuen sich, wenn man mit ihnen spricht, die freuen sich, wenn sie wie Menschen behandelt werden, die begrüßen wir mit Handschlag, wenn die zur Tür reinkommen. Und das wird finanziert vom Hofbräuhaus und der Stadt München? Die Stadt München. Und das ist für mich eigentlich Weihnachten, wie es gedacht ist. Da werden keine Geschenkpapiere aufgerissen und dann liegt es irgendwo in der Ecke, irgendwelche digitalen Geräte, sondern hier ist wirklich Menschsein an der Peripherie der Gesellschaft. In dieser reichen Stadt München. In dieser reichen Stadt München, ja.